Genau 1432 Kilometer lang war ihre Reise. Nun sind Markus Schmidt und sein Begleiter Roman Munz wieder zurück in Memmingen. Stolz zeigen sie die Bilder, die sie gemacht haben. Ein Foto zusammen mit dem Papst ist allerdings nicht dabei. Wir hatten eine Generalaudienz. Es hat nicht ganz geklappt mit dem Prima Filakarten, wie es heißt. Aber für mich, ich habe den Papst gesehen, ich war ihm 20 bis 50 Meter nah. Und für mich war es nicht wichtig, dem Papst die Hand zu geben, sondern mein Ziel zu erreichen. Mein Motto habe ich ausgeführt, mein Weg war mein Ziel. Markus Schmidt konnte den Papst zwar nicht persönlich treffen, trotzdem hat sich die Pilgerfahrt für ihn gelohnt. Denn allein schon auf der Reise haben die beiden Pilger einiges erlebt. Die schönste Erfahrung war direkt in Bozen. Wir fuhren da in so eine Nebenstraße rein und die Leute lasen das kleine Plakat an meinem Fahnenmast. Fingen an zu reden. Auf einmal kam eine ältere Frau, die hieß Maria, auf mich zu. Da liefen die Tränen runter. Sie nahm mich in den Arm. Ich habe sie in den Arm genommen, habe sie getröstet und habe ihr dann zu verstehen gegeben, dass ich sie im Gebet mit einschließe, wenn der Papst einen Segen gibt. Nicht nur Markus Schmidt erlebte auf der Reise viele emotionale Momente. Auch für seinen Begleiter Roman Munz war die Pilgerfahrt sehr aufregend. Das war eine Pilgerfahrt nach Rom. Das ganze Leben ist eine Pilgerfahrt. Es geht rauf, es geht runter, es scheint die Sonne, es kommt zum Regnen. Es gibt happige Wege, schwierige Wege. Es gibt Wege, die sind ausgezeichnet. Es gibt Wege, die muss man suchen, die sind nicht ausgezeichnet oder führen wirklich in die Irre und dergleichen. Das kann man wirklich mit dem Lebensweg vergleichen. Nun ist die lange Strecke geschafft und beide sind sehr stolz auf ihre Leistung. Ob Handicap hin oder her, einen Rollstuhl hat Markus Schmidt für seine Pilgerfahrt nicht gebraucht. Vor allem der Mensch mit Handicap. Man sollte nicht an sich zweifeln, auch wenn man Handicap hat. Man sollte sich kleine Ziele stecken und jedes kleine Ziel, was erreicht ist, markieren und dann nach vorne arbeiten. Und Markus Schmidt denkt schon an die Zukunft, denn er plant bereits die nächste Fahrt. Egal, wo sein Ziel ist, gemeinsam mit Roman Munz und seinem starken Willen will er auch diese Herausforderung meistern. Da ist er sich sicher.